Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Herr der Ringe Online. Ja, diesmal starten wir mal ausnahmsweise im Charakterauswahlbildschirm oder wie auch immer der heißen möge. Und der Grund ist einfach, ich möchte noch nicht Mittelerde betreten, weil ich möchte, dass auch ihr seht, was ich gleich sehe. Nämlich, was passiert jetzt? Weil ich habe ja in den Spiegelhallen von Dumul Nah aufgehört, da ein Ticket geschrieben. Und jetzt bin ich mal sehr gespannt, wo ich jetzt landen werde. Im Ladebildschirm. Jetzt, okay. Und? Na, was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Ah. Toll. Okay. Sehr hilfreich. Hey, ich hab Geschenk bekommen. Ach, warte mal. Ach nee, ich dachte, das wäre jetzt fertig. Mist. Später reisen. Okay, verschmolzene Kupferrelikte habe ich bekommen. Das ist ja sehr schön. Mist. Ich dachte, es ist hier irgendwas. Ich kann ja mal hier gucken. Mir hat angeblich ein Tickets verfolgen. Schauen wir mal. Man hatte mir geantwortet. Was? Willst du mich verarschen? Was? Na, na, vielen Dank. Vielen Dank für Ihre Anfrage. Leider müssen wir diese Anfrage schließen, da Sie zu dem Zeitpunkt, an dem wir Ihnen helfen konnten, abwesend waren. Am 14.12. um 6.22 Uhr. Okay, das ist 18.22 Uhr, das geht ja noch. Trotzdem. Jetzt soll ich da, woher soll ich denn wissen? Ich meine, wann habe ich es geschrieben? Steht da gar nicht. Wann war denn das? Warte, das war vor 4 Tagen, ne? Müsste es gewesen sein. Hm? Kann ich mir gar nicht erklären. Wann haben sie denn da geantwortet? Das ging ja da doch ziemlich schnell scheinbar. Okay. Ich war abwesend oder offline. Okay, und... oder nicht reagiert haben. Das kann nicht gelöst werden, während sie offline sind. Wenn sie in Zukunft ein ähnliches Problem haben, senden sie bitte eine neue Anfrage. Toll. Ach Mann, ey. Ich dachte, jetzt würde da irgendwas gemacht. Weil es ist ja auch nur so, dass... Ich habe mal gegoogelt. Ich bin nicht der Einzige, der das Problem hat. Also irgendwie hat... ein Großteil der Spieler scheinbar das Problem. Zumindest findest du zehntausende... So, was ist das? Removed Quest? Was? Ich... Hier sind 2 Quests removed worden, also entfernt worden scheinbar. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die hatte. Keine Ahnung. Außerdem ist das der englische Name, also keine Ahnung, ich weiß es nicht. Kann gut sein, dass das Quests sind, die ich hatte, oder ist das nur eine allgemeine Info, dass die Quests im Allgemeinen entfernt wurden? Weiß ich nicht. Wie spät ist eigentlich? Ach, 8:35 abends, okay. Am 18.12. Ja, muss ich denn den ganzen Tag online sein, das ist doch dämlich. Ja, ich meine, stell dir mal vor, du hast das Problem und musst dann weg. Und dann kommt ein Game Master, kann dir nicht helfen, weil du nicht online bist. Das ist doch dämlich gemacht. Und wie gesagt, ich hatte dann nachgeguckt. Ja, das werde ich wohl erstmal nicht weitermachen, die Quest hier. Das tut mir leid. Würde ich gerne, aber ich meine... Ich könnte es nochmal riskieren, dann nochmal reinzugehen und dann geht das wieder nicht. Die Gruppenquest soll übrigens funktionieren. Das Problem dabei ist, dafür brauche ich natürlich andere Spieler. Und die Frage ist, ob ich andere Spieler dafür finde. Was ich noch machen könnte, ist hier mit Imlat La Live sprechen. Das dunkle Ufer, das ist Band 2, Buch 9. Das wäre das, was danach kommt, theoretisch, ne? Dann verpasse ich aber die Hälfte... Das ist, vor allem ist das Kapitel 3. Ich meine, das ist Kapitel 3 vom Buch 8. Das kam, glaube ich, vor 2 Jahren raus. Und seitdem ist dieser Fehler nicht behoben. Ich meine, hallo? Ein Fehler in einer praktisch Hauptmission, der seit 2 Jahren nicht behoben ist. Ich meine, hallo? Das kann doch nicht wahr sein. Also ich glaube, da kann man sich zu Recht mal einfach mal drüber aufregen. Finde ich scheiße.
Muss ich ja mal sagen. So, das Julfest ist da. Ich mach das jetzt einfach mal. So ist ja gerade Weihnachten, dann machen wir das mal. Das Julfest ist eine Zeit des Feierns und der Fröhlichkeit. Kommt und nehmt an den festlichen Aktivitäten in Frostfels teil. Trinkt, speist und seid fröhlich. Frohes Julfest. Annehmen. So, dann benutzen wir mal Folgendes. Wir haben bekommen. Wo ist es denn? Ich sehe es gar nicht. Wieso öffne ich das nicht mit I? Keine Ahnung. Also heute bin ich irgendwie ein bisschen verpeilt. Man merkt das gar nicht. Ich habe bekommen eine Karte. Ich weiß nur nicht, wo ist diese Karte? Das nicht. Ich habe doch. Habe ich nicht? Oder. Ach nee, das bekomme ich erst, wenn ich es abgebe, natürlich. Ich bin so blöd. Besucht das wirtliche Land von Frostfels, wo allerlei sonderliche und winterliche Dinge auf euch warten. Beeilt euch, denn die Geschenke sind bald vergriffen. Nee, weiß ich nicht. So, jetzt habe ich die Karte bekommen, natürlich, klar. Karte nach Winterheim. Abklingzeit 10 Minuten. Bekomme ich nur eine? Auf jeden Fall, diese Karte bringt mich nach Winterheim. Ah. Ach, schön. Jetzt ist sie weg. Okay. Gut, ein Stallmeister. Hallo. Von dort aus kann ich nach überall reisen, wo ich nicht unbedingt hin will. Toll. Schön. Also, falls ich hier weg will, muss ich wieder den jetzt Rücklinks hier nehmen. Ja. Toll. Und dann muss ich mal gucken, dass ich noch zwei Leute auf. Ich weiß gar nicht. Müssen die Quest auch haben? Boah, bis 95 geht schon krass. So. Scheinbar. Ich glaube, 95 ist das Maximallevel gerade. Das war auch ganz schön viel. So, was mache ich denn jetzt hier? Schließt eine Julfestaufgabe in Frostfels ab. Okay, herzlichen Glückwunsch. Ihr seid in Frostfels eingetroffen. Nehmt an einer Julfestaufgabe teil, um einen Sack voll mit Geschenken zu erhalten. Noch mehr Geschenke? Na gut. Bleibt und hört mich an! Seid gegrüßt. Ihr seid neu in Frostfels, nicht wahr? Nun, ihr habt euch die beste Zeit des Jahres ausgesucht. Ich hoffe nur, ihr benehmt euch. Sonst kriegt ihr es nämlich mit mir zu tun. Ich bin mir aber sicher, dass ihr eine wundervolle Zeit haben werdet. Ich sorge im Auftrag des Bürgermeisters dafür, dass alles friedlich abläuft und die Gäste einfach eine wunderbare Zeit während ihres Julfests verleben. Ihr solltet nun zunächst mit Ona Kay sprechen. Sie organisiert das Wettessen. Alle guten Feste sollten mit einem von herrlichen Speisen wohlgefüllten Magen beginnen, nicht wahr? Da kann ich nicht unbedingt widersprechen. Muss ich ja mal so sagen. Wo ist denn die? Moment. Hier sehe ich doch gerade noch. Da drüben sehe ich doch was. Ach, hier ist die Ona Kay. Was kann ich für euch tun? Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich bin Ona, die Ausruferin für den ersten Abschnitt des Wettessens. Es gibt natürlich noch viele weitere Abschnitte und ich hoffe, ihr werdet es schaffen, alle zu besuchen, bevor ihr zu voll seid. Was ist schon ein Fest ohne wunderbar übertriebene Mengen an Essen? Ich bezweifle, dass es irgendwo in Mittelerde ein größeres Festessen gibt als hier in Winterheim. Ihr solltet nun mit dem Bürgermeister reden. Das Fest wurde auf seine Initiative hin ins Leben gerufen und er möchte alle seine Gäste persönlich begrüßen. Okay, und dann mal ab zum Bürgermeister. Wonne Günig. Was ist das für ein Name? Seid gegrüßt. Willkommen, willkommen. Empfehlt auch all euren Freunden, die uns einen Besuch abzustatten. Teilt dies auf Facebook. Sonst werdet ihr innerhalb von 5 Stunden sterben. Was? Nein. Kennt ihr das, diese Kettenbriefe? Da scheinen echt Leute dran zu glauben. Naja. So, oder teilt dies mit mindestens 5 Freunden, sonst wird eure Katze sterben. Auch wenn ihr keine Katze habt. Nee, weiß ich nicht. Empfehlt auch all euren Freunden, uns einen Besuch abzustatten. Okay, das hatten wir schon. Für dieses Julfest haben wir keinerlei Kosten gescheut. Ich bin Wonne Guten. Ach, gut nicht. Was habe ich da vorgelesen? Günig habe ich vorgelesen. Gutnich heißt er natürlich. Wonne Gutnich, der Bürgermeister der Stadt. Bleibt, solange ihr möchtet. Probiert alles aus, was es zu tun oder zu essen gibt.
Warum seht ihr euch nicht gleich alle Veranstaltungen kurz an? Kommt zurück, wenn ihr alles erkundet habt. Okay, ihr werdet mit offenen Armen zum Julfest von Winterheim willkommen geheißen. So, ach, hier soll ich hin. Seid gegrüßt. Seid gegrüßt, seid gegrüßt. Ihr seid hier herzlich gern gesehen. Ich bin Caroline Gutnig und mein Mann und ich sind sehr froh, so viele Gäste auf unserem diesjährigen Julfest willkommen heißen zu dürfen. Ich werde nicht noch mehr eurer Zeit in Anspruch nehmen. Ihr solltet euren Rundgang durch unsere schöne Stadt fortsetzen. Okay, und zwar gleich hierhin zu Bella Mitfuhl. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Du meine Güte, es tut mir leid, ich bin nur ein Diener. Der Bürgermeister will sicher nicht, dass ihr mit mir sprecht. Ich werde nicht noch mehr eurer Zeit in Anspruch nehmen, doch vielleicht möchtet ihr euch die Spiele ansehen, die wir hier... Ich kann nicht die ganze Zeit so sprechen, nee. Die wir hier anbieten. Man muss etwas länger laufen, doch ihr solltet mit Rudi Völler... Bitte was? Es gibt nur einen Rudi Völler. Bitte ernsthaft mit Rudi Völler reden. Oh Mann, der Name, ey, überhaupt keine Anspielung. Also, doch ihr solltet mit Rudi Völler reden. Er ist der Gastgeber der Schneeball-Weltmeisterschaft, Schneeballschlacht. Rudi befindet sich ein ganzes Stück nördlich der Stadt, doch ich habe mir sagen lassen, dass die Schneeballschlachten den Weg wert sind. Ja, werden ja auch von der, SIFA ausgetragen, von der, ich weiß gar nicht, was es ausgeschrieben heißt. Schneeballschlacht internationaler irgendwas, keine Ahnung. Nee, was heißt denn das im, was heißt eigentlich FIFA? Weiß ich gar nicht. Mist. Naja. Oder vom DSB, vom deutschen Schneeballschlachtbund. Genau. Bestimmt ist DSB für irgendwas anderes reserviert, ist jetzt auch egal. So, hier möchte ich lang, genau. Erstmal auf die Karte gucken, also ich muss jetzt hier lang laufen. Okay. Ach, schön. Wo ist das hier eigentlich? Ich kann gar nicht... Nee, ich kann nicht rauszoomen. Wenn ich rauszoome, sticht er die Karte wieder. Okay. Auch interessant. Also scheint das irgendwo zu sein, wo... Scheint das nicht auf der Karte verzeichnet zu sein. Ist auch irgendwie seltsam. Na gut. Frag mich nicht, warum. So. Es gibt nur einen Rudi Völler. Wer kennt das noch? Oh Mann. So, die Frage ist ja, ob ich jemanden finde, der mit mir diese hier, Kapitel 3, das Relikt von Lumulnar macht. Weil zu zweit die Nicht-Solo-Quest ist ja nicht kaputt. Die sollte ja funktionieren. Naja, ich weiß es nicht. Hallo, wie ich sehe, seid ihr bei eurem Stadtrundgang nun zum Schneeballfeld gekommen. Dies ist der Ort, an dem Leute gefrorene Geschosse aufeinander werfen. Ich hoffe, ihr kommt nach Beendigung eures Rundgangs wieder zurück. Der Bürgermeister ist sehr davon überzeugt, dass sich alle Gäste zuerst alles ansehen sollten, bevor sie sich ablenken lassen. Aber ich will doch Schneeball spielen. Verdammt. Ja? Na, wo soll ich jetzt hin? Wieder zurück. Toll. Ach Mann, ey. Dieser Rudi Völler. Ja, da doch. Wenn ich mich nicht ganz irre, war er Fußballtrainer von der Nationalmannschaft. Ich bin mir aber auch nicht ganz sicher. So. Ja. Ich muss mal gucken, ob ich jemanden finde, der mit mir das Relikt von Lumulnar macht. Warte mal. Ich probiere es mal einfach mal. Regional. Möchte jemand von euch mit mir das Relikt von Lumulnar machen? Die Solo-Quest ist verbuggt. Deshalb müsste ich die Gruppenquest machen. So. Warte mal. Halt. Hier fehlt ja was. Was? Hier ist ein Leerzeichen. Nee, doch nicht. Sah so aus.
Leerzeichen war nicht zu viel. Was bist du denn? Warte mal, nochmal ganz kurz gucken. Band 2, Buch 8, Kapitel 3. Band 2, Buch 8, K3. So. Okay. Vielleicht hilft mir da ja jemand und macht das mit mir. Ich probier's einfach mal. Ist ja Weihnachten, man kann es ja mal probieren, weißt du? Tja, ansonsten bin ich auch ratlos. Weil es ist echt blöd. Ich meine, ich kann nicht die ganze Zeit online sein hier und auf den Game Master warten. Wobei der ja letztes Mal recht schnell... Warte mal, wenn ich jetzt... Das Problem ist, wenn ich jetzt da das mache, ist auch blöd. Ach Mann, vor allem seht ihr dann schon wieder das Gleiche, was wir schon mal hatten. Ach Mann, das ist echt blöd jetzt, weil die Quest wirklich verbuggt ist. Ich konnte ja nichts dafür, es ging einfach nicht, es war kaputt. Und mich kotzt es an, dass so ein Fehler nach 2 Jahren nicht behoben wird. Ich meine, ich habe für das Scheißspiel Geld bezahlt, ja, und zwar ganze... Wie viel habe ich insgesamt bezahlt? Boah, was ist hier denn gerade so laut hier? Alter... Wie viel habe ich insgesamt bezahlt? Bestimmt über 300 Euro, ja? Locker. Nee, warte, mehr. Oder? Ah, doch, 300, vielleicht auch... Vielleicht 350 Euro für das Spiel bezahlt insgesamt. Ja, schon und dann... sorry, aber so einen Fehler kann man wirklich beheben. Ja, ich weiß dieses Argument von wegen... Ich hoffe, Geld bezahlt und soll es auch fehlerfrei sein. Ja, aber... Ich meine, gut, man kann jetzt nicht so viel erwarten, aber man kann zumindest erwarten, dass solche Fehler in Hauptmissionen behoben werden. Zumal sie ja bekannt sind, das ist es ja. Die Fehler sind bekannt, sie werden bloß nicht behoben, weil sich scheinbar keiner drum kümmert oder die schon aufgegeben haben, den Fehler zu finden. Was ich nicht verstehen kann, weil so eine Abfrage, ob alle Spiegel richtig ausgerichtet sind, ist ja jetzt eigentlich nicht so schwer. Du musst bloß eigentlich jedes Mal, wenn der Spiegel ausgerichtet, wenn ein Spiegel ausgerichtet wird oder einer mit Dings bedeckt wird, mit diesen Zeugs da, halt von diesen, ne? Also sobald sich irgendwas ändert an diesen Spiegeln, sei es, dass sie ausgerichtet werden anders oder dass jetzt sie bedeckt werden mit diesem komischen Fledermaus, keine Ahnung was, Dings, oder halt nicht mehr bedeckt werden, weil ich die Typen da getötet hab, musst du eigentlich jedes Mal nur prüfen, okay, sind die Spiegel alle richtig ausgerichtet? Wenn ja, dann mach dieses Netzwerk, sodass der Spieler weiter kann. Warum geht das nicht? Warum kriegt man das nicht hin? Das verstehe ich nicht. Es tut mir leid, das verstehe ich wirklich nicht. Das ist nicht schwer eigentlich. Also meinem Verständnis nach. Ich meine, ich studiere ja Informatik, ich müsste mich ja ein bisschen damit auskennen. Auch wenn ich jetzt so ein Spiel noch nicht programmiert habe, aber... Also wirklich. Dass man das in 2 Jahren nicht hinbekommt. Also sorry. So, Boss. Ach, das sind die Feuerwerkskörper, die so laut sind. Warte. Feuerwerk? Feuerwerk! Feuerwerk! Pferdearsch! Pferdearsch! Ah ne, Ziegenarsch. Wieso habe ich eigentlich die Ziege? Ach ja, weil ich aus Moria Lab kam. Wieso kann ich das Pferd nicht einfach wechseln? Meine Fresse. So. Jetzt habe ich wieder ein normales Pferd. So. Feuerwerk. Ich sehe das auch gar nicht. Irgendwie fliegt das in die Luft und dann... Ach, da oben. Ja, ich glaube, mir hilft auch niemand bei der Gruppenaufgabe, so wie es aussieht. Zumindest hat keiner mir geschrieben. Das ist ja sehr hilfreich. Dann spreche ich mal mit dieser Hobbit-Frau. Schon wieder eine Frau. Wie ist das Wertebefinden? Frauenstimmen. Ich hasse Frauen... Also, ich hasse nicht Frauenstimmen, aber ich hasse die machen zu müssen, weil das... Geht auf Dauer ziemlich auf die Stimme. Das tut manchmal schon ein bisschen weh. Naja. Oh, hallo. Habt ihr Interesse am Theater? Wir haben dieses Julfest eine wundervolle Aufführung und sind den weiten Weg aus dem Auenland gereist. Denkt daran, zurückzukommen und euch die Aufführung anzusehen, wenn ihr mit eurem Stadtrundgang fertig seid. Ich weiß, sie wird euch gefallen. Nun, ich bin das letzte Ziel eures Rundgangs. Ihr solltet jetzt zum Bürgermeister zurückkehren. Kommt aber später wieder, um unsere wunderbare Aufführung zu sehen, ja? Okay. Ja, dann gehen wir mal zum Huch. Ich dachte, ich bin das letzte Ziel der Reise und soll zum Bürgermeister zurückkehren. Also entweder habe ich eine Aufmerksamkeitsspanne eines
einer Nacktschnecke oder so, oder ich, oder irgendwie stimmt der Text nicht. Was kann ich für euch tun?